So, Kamera läuft. Sonntag. Bin jetzt im LKW. Vielleicht fällt euch was auf an dem Tischchen hier. Ich habe an den Tisch abgebaut, weil der war hier drüben in der Aufklebung. Da vorne sieht man es ein bisschen. Also hier sitzt der auf. Ich drehe ihn vielleicht gleich nochmal rum und dann kann man das besser sehen. Das heißt, in diesem Bereich hier hat er einfach so ein Klettband zum Aufkleben auf beide Seiten und damit war er befestigt. Das Klettband hier recht fest mit solchen kleinen Klammern relativ fest befestigt. Hier sieht man es auch nochmal und das werde ich dran lassen, das ist okay. Aber hier drüben, das hat sich gelöst und diese Verklebung, was einfach aufgeklebt war aufs Cockpit, das hat er sich gelöst. Deswegen habe ich den mal abgemacht, weil der dann hier vorne, hier sieht man es auch schon, hier immer an die Scheibe geschlagen hat. Und das ist natürlich nicht gut. Das Schlimmste wäre ein Scheibenbruch dabei. Und deswegen habe ich es, ist jetzt momentan hier auch noch schlimmer als gestern. Ich richte mich so langsam ein bisschen ein. Werde heute auch nochmal schon mal anfangen, ein bisschen zu putzen. Gerade hier, das sieht man bestimmt nicht im Video, aber das ist jetzt, das kann man sauberer machen. Das ist halt jetzt 5 Jahre alt, die Oberfläche. Die werde ich mal versuchen, so ein bisschen zu reinigen, mir das anzuschauen. Habe mir die Standheizung angemacht, ist relativ schnell auch warm geworden. Gut, an den Füßen ein bisschen kühl, aber das wird noch. Ja, und jetzt will ich erstmal den Tisch wieder fest verbauen und ich werde dieses Klettband dann vorne aufs Cockpit auch drauf nieten. Das werde ich auf jeden Fall machen, denn dann rutscht er auch nicht mehr nach vorne, dann kann ich es fest, also richtig befestigen. Ich meine, ich werde den jetzt auch 2 Jahre fahren. Das ist das Auto 7 Jahre alt. Da schreit dann kein Hahn mehr nach. Ob jetzt hier mal vorne im Cockpit, also im Original jetzt hier in diesem Material, dass da was reingenietet ist. Ja, das mache ich jetzt einfach, weil der Tisch wird dann fest verbaut bleiben. Punkt. Andere Möglichkeit wäre noch ein Tisch hier mit einer Schublade. Aber ganz ehrlich, ich habe hier eigentlich genügend Ablagemöglichkeiten. Und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe mal den Koffer hier zu meinen Bekannten, den habe ich jetzt mal ausgepackt. Den werde ich ein bisschen benutzen, das Werkzeug. Ansonsten habe ich hinten im Staufach, habe ich natürlich auch schon mich ein bisschen eingerichtet. Ich habe auch wo haben wir es denn? Hier. War auch nicht unbedingt beiliegend oder ich weiß jetzt nicht, wie alt das ist. Ich habe mir auch nochmal einen Verbandskasten geholt dazu. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man, wenn mal was ist, man auch helfen kann. Ansonsten Loche schon drinne, kleinen Klammeraffen und das heißt alles dabei, was ich brauche. Das ist der AdBlue-Schlüssel hier drinne und ja, wird mich mal so nach und nach sukzessive einrichten in dem Auto und überall noch mal durchputzen. Hier seht ihr noch mal ein bisschen dieses Home Sweet Home Paket. Ich kann vielleicht mal kurz drauf halten hier oben. Ja, ist nämlich ganz, ganz wichtig. Mikrowelle, Kaffeemaschine. Ja, muss ich noch ein bisschen durchputzen. Und hier sieht man es auch so ein bisschen so schlieren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auch das will ich alles wegputzen. Die Hängematte, alles dabei. Also ich habe noch viel, viel nachverhandelt und merke jetzt auch, wenn man dem Auto ein bisschen ankommt und sich damit auseinandersetzt, dann sieht man auch überall noch so ein paar Sachen, die man noch vielleicht ein bisschen anders nutzen kann. Ich werde auf jeden Fall auch hier noch ein paar Haken befestigen, dass ich hier auch mal eine Jacke hinhängen kann. Vielleicht hat der ein oder andere dann hier eine ganz gute Idee. Hier kannst du diesen Fernseher rausmachen. Auch das ist natürlich ein olles Ding hier. So ein Megasatt mit DVD-Player noch hier. Der Hammer. Man muss hier oben dann die Antenne holst du dann raus, steckst du hier an. Muss aber eine Außenantenne haben oder hast guten Empfang. Ja, also ist schon ganz cool. Ich glaube nicht, dass ich den großartig benutzen werde, weil meistens guckt man doch dann über Internet, YouTube oder sonst irgendwas. Ich bin ohnehin nicht der große Fernsehfan. Hier sieht man es vielleicht auch nochmal. Mal gucken, ob die Kamera das einfangen kann. Hier so Spritzer, Schlieren, alles wegputzen. Ne? Ein Dach habe ich hier oben, das machen wir jetzt mal natürlich nicht auf, weil oben Schnee drauf liegt. Das könnte sehr kontraproduktiv sein. Ansonsten jetzt hier die Sitze aus Leder. Die sehen auch noch richtig gut aus, finde ich.
Aber ich muss hier auf jeden Fall jetzt erstmal Ordnung schaffen, dann gucken wir uns das Ding nochmal zusammen an. Und ja, ich werde jetzt so ein Fuddelvideo draus machen, wo ich immer mal ein bisschen was am Auto jetzt erstmal innen halt, ja, vielleicht noch ein bisschen verschlimmbessere oder ein bisschen auf meine Ansprüche anpasse. Den Traumfänger hatte ich schon ein bisschen hochgenommen, aber ja, Gott, das ist eigentlich gar nicht erwähnenswert. Hier, weil wenn schon LKW, dachte ich, dann so ein bisschen richtig. Nein, ich werde nicht mit Leder auskleiden. Aber hier die Gardinen, ich finde die eigentlich ganz schön hier in der Farbe, aber ich habe mal bei Truck Junkie geschaut. Schönen Dank auch an Harry für den Tipp. Ja, da gibt es natürlich richtig schöne Ensemble. Inwieweit das hier für mich Sinn macht, jetzt hier das zuzuhängen, glaube ich nicht, aber vielleicht hier Seitengardinen, ich weiß es noch nicht. Ich finde die eigentlich, ja gut Leute, ich bin Ingenieur, ich mag es eh so Tumba-Ingenieur, ne? Ich mag es eh so gerne praktisch. Und insofern bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie das jetzt hier mit dem Vorhängen ist. Also ja, muss ich mal gucken, auch hier hinten, ob ich da noch irgendwie was mache. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich habe mir schon mal, komme ja aus dem Campingbereich, so ein Brettchen mitgebracht und. Dann habe ich mal hier so einen Lenkradüberzug. Wer einen haben will, schwarz und so ein helles Beige-Leder, der kann den haben. Der ist bis 46 cm. Das Lenkrad ist 46 cm, aber den kriegst du nicht drüber. Und das Lenkrad hier ist schon so ein bisschen halt abgegriffen, ne? Auch vom Handschweiß und so weiter. Wahrscheinlich auch von dem Fahrer vorher, der vielleicht auch mal Öl an der Hand hatte, aber die greifen sich auch ansonsten ab. Es ist nicht besonders schlimm, aber ich finde, das fährst du halt am meisten an, genauso wie es dazugehört, nach 5 Jahren neue Matratze rein oder so, auf der werde ich nicht schlafen. Und das sind so ein bisschen den Teambereich. Ich werde das Lenkrad nochmal neu beledern lassen. Also das mache ich auf jeden Fall. Ich werde vielleicht auch hier dieses Beige dann aufnehmen mit dem Schwarz. Gucke ich mal, also das machen wir auf jeden Fall nochmal schick. Ne? Ja, ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Ich melde mich wieder. So, ich bin jetzt im Womo, im Hümi. Also ein bisschen knarzt. Es ist halt ein Wohnmobil-Kastenwagen und Temperaturunterschied innen, außen, das führt dann immer zu Thermospannung. Das knarzt dann nochmal extra stark. Und ja. Ich wollte noch mal kurz was zum Thema, sage ich bestimmt am LKW dann auch noch mal, zum Thema Kennzeichensachen. Also die Kennzeichenhalter habe ich nicht angebracht, die waren schon so. Allerdings die Kennzeichen habe ich eingesteckt, weil im Grunde genommen wurden mir dann nur die Schlüssel übergeben. Die hatten gut zu tun, die hatten einen Tag davor wohl auch Weihnachtsfeier gehabt. Insofern war ich froh, dass überhaupt noch jemand da war am Samstag, wo ich ihn abgeholt habe. Und ich habe die Schlüssel bekommen und das war's. Und deswegen glaube ich, wenn wir das OBU noch einbauen, das ist dann, ja. Gott, ist das eine verhunzte Aufnahme. Ich muss mich daran erstmal gewöhnen. Also dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine Einführung kriegen und werden wir uns nochmal um dieses Druckluftleck dort kümmern. Und ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Schule für meine Berufskraftfahrerausbildung, die verkürzte. Eigentlich mit dem Verkehrsleiter hätte ich nur die Prüfung machen müssen, habe ich jetzt gelernt. Aber es ist gar nicht so verkehrt, sich damit reinzusetzen, nochmal so ein bisschen was zu lernen, diese Pflichtstunden mitzumachen. Ich bin jetzt in der 4. Woche und dann kommen nochmal diese 10 Praxisstunden fahren. Lasi und so weiter, direkt am LKW. Und das ist gar nicht so verkehrt, das mitzumachen nochmal, um da ein bisschen sicherer zu werden. Ne? Also am Ende würde ich dann sonst so werden wie so ein litauischer Fahrer, schön noch mit einem Feinripp-Unterhemd und einem Senfleck drauf und in Flipflops fahren. Ja, nee, das machen wir nicht. Also die Kennzeichen habe ich selber angebaut, auch verkehrt herum. Ich weiß, dass die TÜV-Plakette da hinten kommt, aber irgendwie habe ich das total verbaselt. Ja, naja, happens. Schönen Dank für den Hinweis. Und wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal wieder. So, die neuen Kennzeichenträger sind da. Hier mal ein kleiner Vergleich. Natürlich mit Dieselpeschen drauf. Das wird auch sowieso noch ein bisschen auf dem LKW vermerkt.
Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich finde, der Schriftzug ist ein bisschen zu dünn. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal nach einem Shop gucken, wo man das ein bisschen dicker machen kann, weil das konnte ich nicht. Oder wo ich wirklich ganz eigene Schriftarten vektorisiert draufkriege. Das wäre natürlich toll. Vielleicht habt ihr da eine Empfehlung, was ihr reinschreiben könnt. Ja, und ansonsten Lehrgang für, oder Lernen besser gesagt, für ein Dings, Verkehrsleiter noch dazu, parallel noch die Ausbildung zum Berufskraftfahrer, also die beschleunigte Grundqualifikation und ja, tägliche Arbeit noch, ne? Von irgendwas muss man ja auch leben. Und Weihnachtsvorbereitung, also läuft. Morgen. So, auf der Weg zum Schule. Auf dem Weg zur Schule. Ein bisschen Entspannungsmusik. Dann geht's gleich los. So, wie sich das natürlich für einen echten Trucker gehört, wechsle ich mal die Nummernschilder. Nicht die Nummernschilder, die Halter am Straßenrand. Und so einmal ab, werde nochmal ein bisschen drüber wischen. Und dann kommt das Neue dran. Und dann hoffe ich mal, dass das gut aussieht. Wenn da auch so eine, naja, Lux Tools sagt jetzt nichts. Das war ein Kauf aus Verzweiflung. Da werde ich nochmal ein bisschen nachbessern beim Werkzeug, aber ganz ehrlich, mittlerweile macht das einen gescheiten, auch gehärtete Spitzen und so weiter, einen gescheiten Eindruck. Vielleicht behalte ich es doch. Mal gucken. Ich lasse mich einfach ein bisschen überraschen. So, dieser kleine Kasten hier hat mir echt gute Dienste gerade geleistet. So. Wir haben jetzt die alten Kennzeichen ab. Und schaut mal, ah, die schön, die neuen dran. Diese Passion sieht man's. Darf dann die alten Halter nicht vergessen, die da auf dem Tank liegen. Vorne sind jetzt auch die Kennzeichen richtig dran. Schön, ich freue mich. Jetzt kleines bisschen kleines Fussel-Tuning, aber ich freue mich. Ich muss noch mal rausfinden, wie ich den Blinker wieder auf laut stelle, weil der Blinker hier ist auf leise gestellt, also dass dies innen, ne? Dieses tak 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 tak, das ist nicht da. Das kann ich. Ich nehme mal an, dass du das abstellen kannst. Da muss ich noch mal ein bisschen suchen, wo ich das wieder einstellen kann. Und das wurde rausprogrammiert. Schick aus. Ich habe jetzt auch diese Lichtzeile gefunden für die Schrankwand. Da ist so ein rotes LED-Bändel drin oder du kannst die Farbe sogar ändern. Ich finde, mit dem Rot sieht das echt schön aus.
bisschen verschmutzt ist er schon. War heute nicht das beste Wetter, es ist wieder nass kalt. Und ja, ich werde am Wochenende wahrscheinlich eine kleine Tour mit ihm machen. Privatfahrt. Natürlich Maut buchen und so weiter. Aber einfach ein bisschen reinzukommen. Und ich habe einfach Lust drauf. Ja, sieht schick aus, gefällt mir. Ein schönes Auto. Ich würde sagen, wir gucken es uns noch mal von innen an. Das sieht doch gut aus. Vor allen Dingen das Indirekte hinten, das gefällt mir. Ja, ansonsten ist noch, das sieht er jetzt nicht unaufgeräumt. Ja, und jetzt geht's nach Hause. Der Tag war lange genug. So, jetzt geht's nach Hause. So lang genug. Die Straße ist hier nicht so super schön. So eine typische Industriestraße. Aber dann seht ihr mal Kassel bei Nacht. Meine Güte. Wegen im Osten sind die Straßen schlechter. Viel, viel besser. Ich muss ja sagen, die Leuchtleisten und Leuchtmittel, die mir hier gegeben sind, die nutze ich auch. Das ist so geil mit dieser indirekten roten Beleuchtung. Wahrscheinlich sehe nur ich das so. Wirklich mit dem Retarder, wenn du. Meine Güte. Naja, er ist halt leer. Dass der Retarder im Grunde genommen eigentlich ein Rückstellhebel ist. Und in dem Moment, wo du ihn betätigt hast und du wieder Gas gibst, geht er automatisch wieder komplett raus. Schöne Sache. Also Thermometer sagt noch 9 Grad, aber das glaube ich nicht ganz. Ich denke, das sind eher so im Moment 3 bis 4 Grad draußen. Also 9 Grad sind es auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wo der Temperatursensor hier bei dem Auto sitzt. Es ist natürlich gut aufgewärmt hoch, aber ein bisschen genauer sollte er schon sein. So, der Tisch, der knallt jetzt auch nicht mehr vorne ran. Perfekt. Den habe ich fest montiert jetzt, also sprich die Klettbänder habe ich aufgeklebt, also, und dann am Tisch vernietet und auf dem Armaturenbrett verklammert. Das ist jetzt keine Panzerhalterung, aber das hemmt auf jeden Fall die Vor- und Zurückbewegung. Das fixiert das Klettband auf dem Armaturenbrett
und damit sitzt er ziemlich fest und kann auch nicht mehr wandern. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. Klar, man verschandelt sich dann das Armaturenbrett, aber ganz ehrlich, wer nimmt denn den Tisch hier nochmal irgendwann ab? Also das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und insofern habe ich das da reingeklammert mit einem richtigen Industrieklammer. Also der geht auch tief, kann so richtig dicke klammern. Das ist dann, wenn das eher so ein weicher Untergrund ist, aber dann ist das nochmal ein bisschen dauerhafter. Und das Klettband löst sich dann nicht mehr so schnell. Was hier aber in dem Bild, was ihr seht, einfach ein Bild ist, das ist die A-Säule. Das ist so ein bisschen, muss ich mir mal nachher in groß anschauen, ob und wie das stört. Jetzt gerade Kassel von der A, meine A49 aus, genau Richtung Platz der Deutschen Einheit rein. Müsste Abfahrt Waldau sein. So. Der Deutschen Einheit zu. Ganz schlimmes Viertel in Kassel. Also es ist quasi eingerahmt vom halbseitigen Gewerbe, Drogenumschlagplatz auch gleichzeitig. Ist auch nicht wirklich schön hier. Links sind so 80er Jahre Bauten. Also hat sich jemand ausgetobt und ganz viele Bausummen. Jetzt wird es nochmal scheppern. Das geht. Das einzige Schöne hier an dem Platz ist, dass Touratec hier ist. Also wer Reisenduro oder sowas fährt, dann gerne mit dem Motorrad. Auffrei großer Reise ist, dem wird Touratec ein Begriff sein, und da hat Kassel tatsächlich so einen Touratec-Laden. Super tolle Leute da drin, super nett, also wer da Interesse dran hat, unbedingt mal reinschauen. Thank you.
Matte, dass wir jetzt hier ständig irgendein Update machen. Ich glaube, ich habe das Update jetzt 20 Mal schon runtergeladen, also übertrieben, aber 10 Mal ist immer wieder das Gleiche. Es installiert sich bei dem 800er hier nicht und hört einfach nicht auf. Ich kriege auch bei dem DZL die Online-Dienste nicht aktiviert, das heißt also Stau und so weiter, weil das baut ja gar nicht mehr ein. Und da muss ich mich nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen, weil ich finde es schon ganz gut, beide mitlaufen zu haben, Streckenvorschläge zu kriegen. Zumal auch das DZL mal ganz gut eine Streckenwarnung bringt. Und ich finde es auch als externes Gerät immer noch ganz gut. Vorne an der Scheibe, das heißt wirklich direkt im Blickfeld zu haben. Auch dann immer deine Stunden, deine Zeiten, die du gefahren bist im Auge. Das finde ich schon sehr gut. Vielleicht werde ich mir das 1010er noch holen, das ganz neue. Das ist einfach alles ein bisschen größer. Dann brauche ich die Lesebrille nicht. Freunde, ich bin auch keine 20 mehr. Das war früher alles anders. Ui, 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 aber hier direkt mal ankern hier. Sagt der Akku von der Kamera. Ah. 61%, ich bin zufrieden. Also die Osmo Action, wer auch sowas vorhat und nach einer Kamera, nach einer gescheiten sucht. Ich gucke mir ja nochmal die Bilder jetzt im Dunkeln an, aber ich glaube, das sieht alles ziemlich gut aus. Das ist wirklich eine tolle Kamera. Und heute ist mein DJI-Paket angekommen. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Da ist nochmal so ein Extrem-Akku mit drin. Und so ein paar andere Sachen. Der Saugnapf hier war mit drin, mit dem ich jetzt die Kamera anbauen konnte. Oh, diese 1,659. Oh, ich bin noch voll.
schönere Wege parallel dazu, die man fahren kann. Da würde ich eher da links fahren oder hier rechts im Wohngebiet. Ich fahre ja auch oft genug mit dem Fahrrad ins Büro. Werde ich das Video mal beenden. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Frei nach der Manier Däumchen während Träumchen. Kommentiert fleißig. Ich werde vielleicht demnächst noch mal ein Video dazu machen, wer ich bin, weil da kommen ja auch viele Fragen, wie ich dazu komme, das überhaupt ja, zu tun, leisten zu können. Was ist der Hintergrund? Da können wir sicherlich nochmal in gewissen Atemzügen ein bisschen Aufklärung reinbringen. Zu tief werde ich allerdings nicht gehen. Und der Rest ergibt sich dann einfach. Also, Däumchen werden Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao.